Ich lerne seit 2 Jahren Deutsch. Ich lerne schon 3 Jahre Deutsch. Ich lerne seit September 2019 Deutsch. Ich habe bis vor einem Jahr Deutsch gelernt. Mit 14 Jahren habe ich begonnen, Deutsch zu lernen. Als ich 10 Jahre alt war, habe ich mit Deutsch angefangen. Früher habe ich ein paar Jahre lang Deutsch gelernt. Seitdem habe ich leider viel vergessen. Ich hatte vor vielen Jahren Deutsch in der Schule. Damals habe ich ziemlich gut Deutsch gesprochen, aber ich habe viel verlernt. Ich verstehe noch Deutsch, aber ich kann es nicht mehr sprechen. Ich habe früher in der Schule 4 Jahre lang Deutsch gelernt. Als ich in der Schule war, habe ich auch Deutsch gelernt. Ich habe am Gymnasium vom 9. bis zum 13. Schuljahr Deutsch gelernt. Im 5. Schuljahr konnten wir zwischen Deutsch und Französisch wählen, ich habe Deutsch genommen. In unserem Land lernt man in der Schule kein Deutsch. Ich habe mal einen Deutschkurs besucht. Aber das ist lange her. Ich habe noch nie an einem Deutschkurs teilgenommen. Der Deutschlernerblock hilft mir, Deutsch zu lernen. Ich besuche einen Deutschkurs am Goethe-Institut. Ich studiere an der Universität Germanistik. Ich nehme an einem Integrationskurs teil. Ich habe mich für einen Deutsch-Intensivkurs B2 angemeldet. Ich habe einen Einstufungstest gemacht. Ich bin auf dem Sprachniveau B1. Ich besuche einen Deutschkurs für Anfänger auf A2-Niveau. Ich habe einen Kurs für Fortgeschrittene auf dem Niveau B2 gemacht. Ich habe an einem Online-Deutschkurs auf dem Sprachniveau B1 teilgenommen. Der Deutschkurs dauert ein halbes Jahr. Der Deutschkurs geht von Anfang September bis Ende Mai. 3-mal pro Woche gehe ich zum Deutschkurs.